Es geht um die Hornkuh-Initiative. Sie kommt zur Abstimmung. Der Bundesrat will, dass sie abgelehnt wird. Es darf nicht sein, dass Subventionstatbestände in unsere Verfassung geschrieben werden. Die Truppe Kapaul will, dass wer die Kuh mit Hörnern behält, einen Obolus kriegt. Das ist eine Zwängerei. Das will der Bundesrat nicht. Der Bundesrat will unternehmerische Bauern. Und die unternehmerischen Bauern produzieren, was der Markt nachfragt. Sie produzieren ressourceneffizient, nachhaltig. Und sie machen das unternehmerisch. Mit anderen Worten, sie nehmen Risiken und verschaffen sich Chancen. Und dann sind sie echte, gute Schweizer Bauern, basierend auf ganz spannenden Tieren, die ohne Hörner äußerst wertvoll sind.